Ich begrüße den Herrn Bundesminister Johannes Rauch im Hohen Haus und erteile den Herrn Abgeordneten Schroll das Wort. Bitte. Johannes Rauch vertritt die abwesende Energieministerin Gewessler. Danke, Frau Präsidentin, Herr Minister, Frau Staatssekretärin, geschätztes Hohe Haus, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Wichtige energiepolitische Themen werden heute einmal mehr hier im Hohen Haus diskutiert, beschlossen. Wer fehlt? Österreichs zuständige Energieministerin Leonore Gewessler. Wir haben das ja schon eingangs auch heiß diskutiert. Mittlerweile haben wir uns ja schon daran gewöhnt, wenn man schon nicht mit der Themenarbeit glänzt, dann glänzt man wenigstens mit Abwesenheit. Aber dazu möchte ich ja nicht mehr dazu verlieren und sagen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, bereits eine vierte Novelle des ERG steht im Raum und soll heute geändert werden. Dabei sind noch nicht mal alle Verordnungen in Kraft vom Gesetz, was wir am 7. Juli vorigen Jahr hier im Hohen Haus beschlossen haben. Bei dem Tempo, das von Seiten des Bundesministeriums eingeschlagen wird, wird einem schon Angst und Bang, vor allem, wenn unsere Energieministerin immer davon spricht, dass gerade jetzt die Energiewende so wichtig wäre. Das Energieeffizienzgesetz fällt seit 702 Tagen, das Klimaschutzgesetz fällt seit 702 Tagen und. Ich könnte die Liste noch lange fortführen. Einige Änderungen im ERG waren meinen Regierungskolleginnen wichtig, viele administrative Änderungen, natürlich auch wieder einige für die Wirtschaft und für die Landwirtschaft, sollen natürlich dienlich sein dazu, so gut, so schlecht. Auf jeden Fall haben in der Zwischenzeit die Lobbyisten ihre Fühler ausgestreckt und entsprechend auf die Regierungsparteien auch eingewirkt. Für mich, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, bieten weitere Novellen natürlich immer die Chance, Gesetze insofern abzuändern, um diese noch sozial treffsicherer und den aktuellen Gegebenheiten auch anzupassen. Und die SPÖ und ich als Verhandlungsleiter haben aufgrund der hohen Teuerung bei der Beschlussfassung des ERG im Jahr 2021 darauf bestanden, die Ökostrompauschale für heuer, für 2022 auszusetzen. Und die Regierung ist damals unserer Forderung nachgekommen. Die Stromkundinnen und Stromkunden konnten sich somit heuer weit über 350 Millionen Euro sparen. Die Inflation wird auch im kommenden Jahr auf einen Rekordhoch sein. Die Österreicherinnen und Österreicher werden massive Probleme haben und werden auch wirklich damit zu kämpfen haben, sich alles und das Leben leisten zu können. Deshalb musste die Pauschale abermals fürs kommende Jahr ausgesetzt werden. Das war auch mein Ziel für diese Novelle heute vom ERG, das hineinzubringen. Und es ist, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, erfreulich, dass wir hier bei diesem Tagesordnungspunkt auch diesen Punkt erreicht haben und die Ökostrompauschale für 2023 ausgesetzt wird. Ein anderes Gesetz, welches heute geändert werden soll, beinhaltet das E-Control-Gesetz. Und geschätzte Kolleginnen und Kollegen, das bringt es wirklich auf den Punkt, wenn man sich das genau durchliest und anschaut. Und ich möchte da kurz meine Ausführungen dazu bringen. Diese Infos betreffen sowohl die Marktdaten aus dem wettbewerblichen und regulierten Strom- und Gasmarkt als auch unternehmensinterne Daten der Geschäftsgebarung der E-Control. Das heißt, die E-Control ist jetzt verpflichtet, dem BMK, dem Ministerium von Leonore Gewessler, Auskunft zu erteilen. Überdies solle, weil es ja gleich, beziehungsweise weil es ja auch angenehm ist, wenn man jetzt auch die Informationen an das BMF weiterleiten soll, steht im selben Antrag auch drinnen, dass zugleich ein weiterer Aufsichtsratposten bestellt werden soll und fixiert werden soll. Und geschätzte Kolleginnen und Kollegen, als Begründung für diesen Schritt wird behauptet, dass diese aufgrund der hohen Ausgaben des BMF im Energiebereich nötig seien und man deshalb mehr Daten benötige. Ein Schelm, wer Böses denkt. Aber das ist natürlich ein völliger Humbug. Die wahren Absichten liegen hier einmal mehr klar am Tisch. Es geht um ein politisch motiviertes Revanchefall der ÖVP an Bundesministerin Gewessler. Wäre all das nicht schon absurd genug, bergen die vorgeschlagenen Änderungen auch noch die äußerst reale Gefahr, dass die Behörde nicht länger als unabhängig gesehen werden könnte, somit sämtliche Entscheidungen anfechtbar wären. Außerdem verweise ich auf die höchst EU-rechtlichen Bedenken darauf hin.
Also mit uns, mit der sozialdemokratischen Fraktion, wird es diese Änderung des Seekontrollgesetzes heute definitiv geben. Unsere Zweidrittelmehrheit werden wir dafür nicht hergeben. Dankeschön. Die SPÖ wird dem Aussetzen der erneuerbaren Förderpauschale zustimmen, aber der neue Organisation der Regulierungsbehörde für Strom und Gas nicht. Danke.